Herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen zurück. Zu Twin Fever. Heute tauschen wir mal ein bisschen Fahrzeuge aus. Alles klar. Fangen wir an hier auf Güterlaurau. Der fährt bestimmt ein... Nee, aber trotzdem ist er ganz schön alt. Und ich glaube, das müssen wir mal wechseln. Der fährt das schon seit 73 Jahren hier auf dieser Linie. Und du? Seit 14. Da würde ich nochmal so in Zug, wie du hier bist, nochmal mit dem. Und hier 1, 2, 3, 4 Wagen benutzen wollen. Du gehst weg. Ins Depot schicken. Und dafür tun wir hier zuweisen auf Güterlaurau. So, was ist das denn hier? Was steht denn hier für ein Zug noch im Depot? Was soll denn das? Gleich mal verkaufen. Da wird euch jetzt ein paar Jahre rumstehen, denke ich. Weißwasser stand noch so ein Zug? Oh ne, jetzt sag nicht, den wollte ich mal. Nee. Wer weiß, was ich mit dem mal vorhatte. Alles klar, das ist jetzt in Ordnung. Dann Güter Weißwasser. Was haben wir denn hier noch? Warum fahren wir denn hier mit so einem alten Fahrzeug? 66 Jahre. Was ist denn da los? Güter Weißwasser fährt noch mit so alten Fahrzeugen. Gut. Dann tun wir da mal austauschen auf 1, 2, 3 neue Fahrzeuge. Die ab sofort für Güter Weißwasser in Betrieb gehen. Güter Weißwasser. Weiße Wasser habe ich geschrieben. Warum nicht? Warum habe ich halt mal Weiße Wasser geschrieben? So. Grimmitschau 1 ist ein bisschen überaltert. Wo ist der jetzt Grimmitschau? Ah ja. Grimmitschau braucht aber eine komplett neue Buslinie. Also da kümmern wir uns mal nicht drum. Dann Magdeburg. 1 ist überaltert. Magdeburg 1 braucht aber auch eine komplett neue Bearbeitung der Linien. Fällt das schon mal aus. Nordhausen 1 ist auch alt. Deckt aber noch einen Großteil ab. Das heißt, hier werden wir einfach mal wirklich die Fahrzeuge ersetzen. Erstmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gehen jetzt auf Nordhausen 1. So. Wieso hatte ich denn eigentlich damals verweigert, das, diesen automatischen Fahrzeugwechsel zu machen? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich weiß echt nicht mehr, warum ich das verweigert habe. Plauen 1 ist uralt. Ja, aber habe ich in der letzten Folge erst gesagt, das ist noch so in Ordnung. 6 Busse. 1, 2, 3, 4, 5, 6 auf blauen 1. Blauen, wo bist du? Da, ist blauen. Gut, was haben wir noch so Feines? Neu erstellte Strecken könnte man eigentlich wirklich mit dem automatischen Fahrzeugtausch einfügen. Hier, die zum Beispiel. Fahren und übersetzen, wenn das Fahrzeug auf folgenden Prozentsatz der Lebensdauer erreicht hat. 100% ist, wenn Lebensdauer komplett beendet. Ne? Also der Bus hat eine Lebensdauer, wenn ich den kaufe, von... Ich kann den Bus gar nicht kaufen. Hat eine Lebensdauer von 35 Jahren. Also eigentlich könnte man sagen, wenn wir bei 100% sind, wird halt ausgetauscht. So,
Tramluckenwalde werden wir natürlich das nehmen. Und ja, so. Dann werden wir hier auch auf den Bus umrüsten. Hier auch auf den Bus. Das sind jetzt die neuen Strecken. Die LKWs, die werden sich wahrscheinlich auch in nächster Zeit nicht mehr verändern. Also können wir damit auch diesen nehmen hier. Genauso auf dieser Strecke wird sich auch nichts ändern. Eisenbahn, das ist sinnlos. Eisenbahn ändere ich nicht. Das ist, sehe ich keinen Sinn da drin. So, Schöneberg hat man letztes Mal auch alles neu gemacht. Also tun wir hier auch den automatischen Fahrzeugwechsel schon mal mit einfügen. Damit wir das schon mal haben. So, Fahrzeugersatz. Das ist eigentlich ein bisschen doof, dass man halt hier immer wieder drauf drücken muss. Müsste eigentlich dann auch erkennen, das und das Fahrzeug ist das jetzt so und das nimmst du automatisch halt. So, ja. Die ICEs, die waren ja auch, was haben denn die für eine Lebensalter? Wie alt dürfen die denn mal werden? In der Theorie. 50 Jahre. Kannst du vergessen. Da brauche ich nichts austauschen. So. Wie gesagt, Magdeburg, Grimmitschau und Nordhausen möchte ich ja nochmal neu machen. Sangerhausen könnte aber auf jeden Fall, denke ich mal, komplett in Ersatz gehen, weil die Linien sind alle erst neu gemacht. Mensch, was hier ist, vielleicht mal noch ein Fahrzeug drauf, das wird wohl unter 100 Sekunden kommen. Auf der 1 hier zum Beispiel, Bus Sangerhausen 1. So, kriegt man gleich den Fahrzeugersatz hin. Okay. So, das hier passt auch. Dann, was ist das denn hier? 1, 2 nochmal auf die Sangerhausen 3. Mensch, was ist denn auf Sangerhausen 3 los? Das wird überhaupt nicht besser. Was war denn Bus Sangerhausen 3? Auf dieser kleinen Putzenstrecke brauche ich so... Ach, die stehen alle hier am Stau, hä? Die stehen alle im Stau. Das ist das Problem hier in Sangerhausen. Sie einfach mal alle im Stau stehen. So. So ja, ne? Okay, haben wir das hier auf den, auf der wichtigen Straße. Könnte eigentlich mal versuchen. So ist rein Interesse, hier einfach mal in die Straße rumzulegen. Oh nee, hallo. Kriegst die Tür nicht zu. So. Was habt ihr jetzt für einen Takt? Ich glaube, das sind jetzt eins. Boah, Busse zu viel sind es auf jeden Fall. Die setzen wir noch auf Sangerhausen 4 jetzt mit. Sangerhausen 4. Automatischen Fahrzeugersatz. Dieses Fahrzeug, ja. Hier auch Fahrzeugersatz. Das hier. Und, hallo, kann man jetzt mal hier wieder den Scheiß zumachen? Genau. Muss das denn in immer anderen Ecken aufgehen? Schlimm. Schlimm sowas. So, ja, Zug läuft richtig scheiße. Ne? Oh.
Büdersangerhausen, braucht es das überhaupt? Ganz ehrlich jetzt mal. Die Güter, die sind überall so verteilt. Ja doch, das braucht es schon. Ähnliche Bedingung, aber da ein Fahrzeug mehr drauf zu setzen. Will ich wirklich Straßenfahrzeug auswählen? Ich will das hier auswählen. Und dann nehme ich nochmal 1, 2, 3 auf Gütersangerhausen zu setzen. So, und das jetzt noch in automatischen Austausch zu setzen. So. Den da. Und ja. Alles andere brauchen wir nicht. Greifswald. Da hat man keine Probleme irgendwie gehabt, ne? Die Straßenbahn fährt perfekt. Die andere Bahn hat einen guten Takt zumindest. S-Bahn ist natürlich richtig scheiße. Im Bus Greifswald könnte man eigentlich noch ein Fahrzeug draufsetzen. Weil ich sehen würde, wo das Fahrzeugdepot ist. Ich sehe es nicht. Da oben. Setzen wir noch zwei drauf. Auf Bus Greifswald. Da. Ersatz. Den. Den. So. Frankfurt Oder. Hier brauchen wir auf jeden Fall nochmal eine Anpassung vom Schienennahverkehr. Weißwasser hat man das gemacht. Vom Schienennahverkehr. Weißwasser hat man das gemacht. Da können wir jetzt also den Fahrzeugersatz auswählen. Eigentlich gut, da können wir, wissen wir mal gleich, wo wir schon waren und wo wir noch was ändern müssen. Gar nicht mal so eine schlechte Entscheidung. Das da. Ja. Und die noch. Okay. Ja. Hier hat irgendjemand geschrieben, dass ich hier viel zu viele Fahrzeuge reinfahren lasse. Und ich das eher über eine Schleife hier lösen sollte. Aber wir lassen das erstmal vorerst so. Das Sensenbrief war das, Liebe. Kohle Weißwasser kriegt auch noch einen Fahrzeugersatz. Machen wir hier erstmal alle. Das Minus fährt sich langsam wieder raus. Okay. Hoyerswerda, hatte ich denn hier die Linie neu gemacht? Hier hatte ich auch Linien neu gemacht. Um ehrlich zu sein, habe ich hier zu viele Busse drauf. Das braucht es gar nicht so viel. Kann an jeder Stelle sparen. Okay, das war vielleicht eins zu viel nur überall. Lass mal so. Lass mal so. Automatischen Fahrzeugersatz. Fahrzeugersatz. Wählen. Wählen. Och, muss. Ich weiß nicht, was das für ein System ist, wo das Zeug immer aufploppt hier, aber es ist ganz schön nervig, muss ich mittlerweile sagen. Der ICE fährt plus.
So, dann hatten wir Laura neu gemacht, glaube ich. Die ist aber nicht perfekt, Laura. Ist überhaupt nicht perfekt, Laura. Muss also auch nochmal überarbeitet werden. Cottbus, ja, bin wir auch nicht neu gemacht. Nein, Cottbus muss auch nochmal überarbeitet werden. Das heißt, wir haben also in den nächsten Tagen Folgendes noch zu tun. Stopp mal kurz. Grimmitschau, Magdeburg und Nordhausen. Kann ich nicht mittlerweile die Namen ändern? Nee. Müssen vom Nahverkehr nochmal neu gestaltet werden. Ab morgen tun wir dann unsere Nordhausen-Cottbus-Museumslinie bauen mit Dampfloks. Die zwei Städte sind perfekt. Wartet nur noch, bis es zusammenwächst. So könnte man eigentlich auf der anderen Seite nochmal vom Fluss machen. Wie sieht sie hin eigentlich aus? Schön. Ja, Cottbus muss neu gemacht werden. Nochmal Weißenfels. Weißenfels hat man auch neu gemacht schon. Und das geht eigentlich noch. Wo es ohne perfekt ist, ne? Weil alles zu Bahnhof fährt. Da müssen wir auch nochmal überarbeiten. Also wir haben noch viel zu tun, ne? Aber morgen geht's auf jeden Fall mal los hier mit Cottbus. Den Bahnhof größer gestalten und dann hinten raus. Das ist ein mehr morgen hier bei Let's Play Train Fever. Warum haben wir so wenig Geld plötzlich? Darauf müssen wir mittlerweile in nächster Zeit auch mal aufpassen, ne? Dass wir ganz schöne Geldprobleme kriegen könnten. Um das jetzt mal ehrlich zu sagen. Weil bei uns fährt da mittlerweile eigentlich fast alles im Minus. Die paar Sachen, die im Plus fahren. Der Zug könnte eigentlich noch mehr im Plus fahren, ich weiß nur. Da mal neue draufsetzen würden. Reicht da von der Kapazität her? Könnte man eigentlich noch einen ranhängen. Von den guten Einheitswagen. 1, 2, ach du Scheiße, nee, nicht die. 1, 2, 3, 4, 5. Auf Klaurau, Magdeburg. So. So, besser vielleicht. Nee, überhaupt nicht besser. Da muss ich jetzt ein anderes Depot suchen. Ich weiß zwar nicht, welches der fährt. Aber da wird sich jetzt wahrscheinlich schon eins suchen, denke ich mal. Bestimmt irgendwo am anderen Ende der Welt oder so. Alter, guck mal, wie wenig Geld wir nur noch haben. Da wird jetzt nervös. Ja, das dachte ich mir doch. Da wird es irgendwo anders hinfahren. Ich keinen Plan habe, wohin. So, wie gesagt, wir machen morgen weiter mit was wollte ich denn erzählen? Morgen geht's weiter mit der Museumsbahn. Also bis dahin, schönen Tag noch. Tschüss.